Ich möchte nun im Film zeigen, wie ich GeoGebra für die Nutzung am interaktiven Whiteboard optimal einstelle, beziehungsweise welche speziellen Werkzeuge es dafür gibt. Eine Liste mit Vorschlägen haben Sie hier auf dieser Seite bereits gefunden und wir werden das jetzt nun mal direkt anwenden. Zunächst mal sollten Sie sicherlich GeoGebra möglichst groß öffnen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Nächster Schritt, damit die Schüler, die weiter hinten im Klassenraum sitzen, auch alles lesen können, ändere ich die Schriftgröße im gesamten Programm. Das mache ich hier unter Schriftgröße. Welchen Wert man nimmt, das kann man natürlich selber ausprobieren. Das heißt, gehen Sie mal in die Klasse nach hinten und schauen Sie, welche. Nächster Punkt, ich würde die Linien des Koordinatensystems dicker anzeigen. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich hier im Grafikbereich und in der Grafikansicht rechts klicke und im Kontextmenü auf Grafik gehe. Ich bekomme dann einen Dialog angezeigt, der für alle Einstellungen verwendet wird, unter anderem eben auch für die Grafikansicht. Und hier kann ich zum Beispiel dann als Linienart für die Achsen mit Pfeil und Fett das Ganze darstellen. Nächster Punkt. Ich möchte die Voreinstellung von Punkten, Linien und so weiter ändern. Auch hier geht es im Wesentlichen, denke ich, darum, dass man es etwas größer macht, etwas besser sichtbar macht als die üblichen dünnen Linien, die ich sonst habe. Und natürlich auch geht es hier um die Art und Weise, wie üblicherweise etwas gezeichnet wird. Das kann man auch in den Einstellungen vornehmen. Es ist der gleiche Dialog. Ich kann ihn zum Beispiel auch hier unter Einstellungen und Einstellungen aufrufen. Und dann geht es hier um die Voreinstellungen, wo ich also für verschiedene Arten von Objekten Voreinstellungen vornehmen kann. Zum Beispiel bei Punkten könnte ich wählen, dass ich immer schwarze Punkte nehme. Als Darstellung nehme ich eine etwas größere Darstellung und, wie eigentlich eher üblich in der Schule, man nimmt ein Kreuzchen. Geraden würde ich vielleicht mit einer Farbe versehen und sie etwas dicker zeichnen und andere Sachen ebenso anpassen, je nach Bedarf und was man eben gerade benötigt. Probieren wir es mal kurz aus. Tun wir zum Beispiel Punkte zeichnen. So sieht man, dass hier die Punkte größer als sonst gezeichnet werden und mit der Farbe Schwarz. Und Geraden bekommen auch die gewünschte Farbe. Was vielleicht noch ganz interessant ist, bei der Gerade wurde jetzt zum Beispiel hier von vornherein nicht die Punktsteigungsform gewählt. Auch das könnte ich zum Beispiel unter Einstellungen verändern, unter Algebra, dass ich hier die Punktsteigungsform anwähle. Wähle ich dagegen zum Beispiel, dass der Name dieser Gerade angezeigt wird, dann müsste ich das hier unter Einstellung Objektname machen. Momentan ist es so, dass nur Punkte, also eine Beschriftung kommen bzw. deren Namen angezeigt wird. Ich könnte das voreinstellen, dass ich dann entsprechend alle Punkte oder alle neu gezeichneten Objekte gleich mit ihrem Namen, mit ihrer Bezeichnung angezeigt bekomme. Nächster Punkt auf meiner Vorschlagsliste, lassen Sie sich die Werkzeugleiste unten anzeigen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich kleinere Schüler habe oder wenn man selber nicht allzu groß ist. Dazu gibt es hier unter Ansicht Werkzeugleiste diesen Eintrag. Wenn ich den deaktiviere, wird die Werkzeugleiste unten angezeigt. Lassen Sie sich einige Werkzeuge direkt anzeigen, die der Bedienung
die die Bedienung vereinfachen, zum Beispiel das Verschieben der Oberfläche oder das Zoomen. Nun ist es ja so, üblicherweise wird man vermutlich, wenn man am Computer gearbeitet hat mit GeoGebra, immer die Tastatur verwenden und zusätzlich verwenden, das heißt Steuerung oder die Shift-Taste zusätzlich, um etwas zu bewegen, wie ich das jetzt zum Beispiel gerade hier mache. Oder ich zoome mit dem Mausrad oder skaliere eine der Achsen. Das geht am Whiteboard natürlich nicht so einfach, weil ich eben keine Tastatur hier habe. Aber es gibt ja Befehle, mit denen ich das machen kann. Nur sind die hier immer in einer Werkzeugbox angeordnet. Und deshalb sollte man sich diese Werkzeugleiste so anpassen, dass man die wichtigen Werkzeuge immer parat hat. Also Werkzeugleiste anpassen. Ich habe ja hier meine Werkzeugboxen, in denen, wenn ich auf das Plus klicke, diese einzelnen Elemente sehen kann. Und hier unten sind alle die, die ich brauche oder öfters mal brauchen werde, wenn ich am Whiteboard arbeite. Ich entferne sie hier raus aus der normalen Werkzeugbox und nehme mir alle, die ich öfters mal brauchen werde oder könnte, wenn ich am Whiteboard arbeite, und füge sie dann nach einem Trennelement am besten ein. Und zwar muss ich hier jetzt wieder anwählen und alles nacheinander dann einfügen. Eventuell muss man gucken, es kann passieren, dass wenn ich hier etwas angewählt habe, dass dann ein Werkzeug, das ich hier einfüge, dass das als Unterobjekt eingefügt ist. Man kann das verhindern, indem man das Trennelement anwählt. Hier klappt es jetzt. Ich verschiebe dann noch diese Werkzeugbox nach oben, sodass sie getrennt ist. So, übernehmen führt dazu, dass diese Werkzeuge jetzt alle einzeln sind. So, und jetzt kann ich direkt hier verschieben. Ich kann zoomen hinein oder wieder heraus. Ich kann auch ein Objekt löschen. Oder das könnte man vielleicht auch brauchen, ein Format übertragen, wenn ich mal etwas verändert habe. Nächster Punkt in der Liste. Ich schalte mir die Gestaltungsleiste ein. Die Gestaltungsleiste ist jetzt etwas, was neu ist in Version 4.0. Und zwar mache ich das hier oben. Da steht es auch. Es erscheint dann hier oben ein Bereich, wo kleine Werkzeugknöpfe verfügbar sind. Solange kein Zeichenobjekt angewählt ist, habe ich immer diese Knöpfe hier. Mit denen kann ich zum Beispiel die Oberflächenansicht verändern oder hier den Punktefang bestimmen. Wenn ich dagegen ein Objekt angewählt habe, wie zum Beispiel der Punkt, dann habe ich hier die Möglichkeit, die wichtigsten Eigenschaften, was also das Aussehen betrifft, zu verändern. Zum Beispiel auch Größe, Art des Punktes und eventuell auch die Beschriftung, zum Beispiel Name und Wert. Das kann ich mir dann direkt anzeigen lassen. Wenn ich eine Linie anwähle, dann habe ich andere Möglichkeiten, die halt den entsprechenden Zeichenobjekten entsprechen. Nächster Punkt. Nutzen Sie die virtuelle Tastatur. Die virtuelle Tastatur ist auch etwas, was neu ist in GeoGebra 4.0. Ich kann zunächst mal die Tastatur anschalten, indem ich hier auf Tastatur klicke, unter Ansicht. Es erscheint dann ein schwebendes Fenster, das hier noch ziemlich transparent ist. Es ist eine Tastatur dargestellt, mit der ich Eingaben vornehmen kann. Zunächst mal, wenn einen das stört, dass es so transparent ist, dann kann ich das ändern. Wo? Natürlich auch unter Einstellungen. Und zwar hat das was mit erweitert zu tun. Hier haben wir die Tastatur. Da kann ich zum Beispiel die Deckkraft erhöhen. Und so
ist sie nicht so durchscheinend. Mit dieser virtuellen Tastatur kann ich jetzt zum Beispiel Dinge eingeben, wie zum Beispiel natürlich eine Funktion, indem ich das Ganze einfach anklicke, also die Tasten anklicke. Ich muss auch die Funktionstasten verwenden, wie zum Beispiel Großschrift, um an das Gleichheitszeichen zu kommen. Und hier unten gibt es immer eine Sammlung von speziellen Tasten, die man öfters gebrauchen wird, oder Symbolen, die man öfters gebrauchen wird. Was auffallen soll, wenn ich irgendwo hinklicke oder etwas anwähle, was nicht mit Text und an irgendwelchen Eingaben zu tun hat, dann verschwindet die virtuelle Tastatur. Wenn ich etwas anklicke, wo ich den Cursor, also zum Beispiel in eine Eingabezeile klicke, dann erscheint sie wieder. Die Tastatur erscheint ebenfalls, wenn ich zum Beispiel hier einen Punkt doppelt anklicke, dann könnte ich zum Beispiel die Koordinate von einem Punkt oder die Koordinaten von einem Punkt anpassen nach Bedarf. Ja, diese virtuelle Tastatur erscheint also immer dann, wenn ich den Cursor in eine Eingabezeile stelle, auch zum Beispiel, also mal als Beispiel, wenn ich hier in die Eigenschaften gehe und den Namen verändern würde oder hier, dann erscheint immer die virtuelle Tastatur. Wenn ich sie jetzt hier schließe, dann bleibt sie auch weiterhin geschlossen. Wenn ich sie also wieder verwenden will, dann muss ich einfach woanders hinklicken und schon verschwindet sie. Ja, ein letzter Punkt. Dazu verändere ich hier gleich eine Kleinigkeit, ist, dass es ein neues Werkzeug gibt, das sogenannte Stiftwerkzeug. Wenn man GeoGebra verwenden will, um es als Skizze mit irgendwelchen Beschriftungen zu versehen, dann ist es innerhalb von GeoGebra recht umständlich bisher gewesen. Was man gemacht hat, ist wahrscheinlich, dass man einen Screenshot von GeoGebra erstellt hat. Das kann man ja auch hier machen. Export als Bild zum Beispiel. Und dann in einem anderen Programm, zum Beispiel in der Tafelsoftware, mit irgendwelchen Ergänzungen versehen. GeoGebra bietet jetzt nun ein Hilfsmittel an, und zwar in einem der Werkzeugboxen hier. Und zwar hier gibt es das Werkzeug für Stift. Was ich jetzt machen kann, ist mit Hilfe des Stiftes auf der Zeichenoberfläche einfach herummalen. Ich kann natürlich auch die Farbe vorwählen und natürlich dann auch vielleicht gezielt etwas zeichnen. Da ich jetzt hier nicht am Whiteboard bin, sondern eine Maus habe, sieht das nicht so sonderlich gut aus. Könnte dann aber eben auch was dazu schreiben, wenn man es nicht ordentlich mit dem Textwerkzeug machen will. Das Interessante ist, auch wenn ich zoome, rein oder raus, bleibt die Zeichnung an der richtigen Stelle. Das hat hier mit diesen Punkten zu tun. Diese Punkte halten dieses Bild hier fest. Wir schalten uns mal kurz die Gestaltungsleiste hier an und lassen uns die Hilfswerkobjekte zeigen. Und zwar ist es so, dass hier dieses Bild durch die drei Punkte festgelegt ist. Leider sind sie hier sichtbar. Wenn es einem stört, sollte man sie also unsichtbar machen. Wenn ich das Bild entfernen will, so kann ich es hier, wenn ich einzeln draufklicke, also nicht anwählen, im Gegensatz zu den Punkten. Das liegt daran, dass dieses Bild fixiert ist. Wenn ich es entfixiere, dann ist es also auswählbar und damit kann ich es auch zum Beispiel löschen, falls ich mich zum Beispiel verzeichnet habe. Wenn ich jetzt nochmal etwas zeichne, dann wird ein neues Bild angelegt. Auch hier wieder Punkte, die jetzt hier in den Ecken angezeigt werden. Leider sind sie nicht versteckt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen damit die wichtigsten Voreinstellungen für die Nutzung von GeoGebra am Whiteboard gezeigt. Probieren Sie es einfach mal aus. Viel Spaß!